Errors abgebaut. Wie heißt das? Errors, Logfiles? Wie nennt man sie? Errors heißen sie, oder? Fehler, ja. Und ja, dann weitere erfolgreiches Bug-Hunting, ja, und viel Spaß. Dankeschön. Gut, ich habe noch zwei, drei Dinge, die wir machen wollen. Das eine ist, an dieser Stelle ist wahrscheinlich das Beispiel ein bisschen gekünstelt, aber diese, wir machen hier ein Require, holen uns das Config Bundles rein, weil wir es da drin nicht reinschreiben, haben wir es hier hingeschrieben jetzt, wie dieses Ding ausschaut. Vermutlich ist das ein bisschen konstruiert, aber es könnte ja sein, dass wir an einer anderen Stelle im Projekt dieses File nochmal reinziehen und diesen Typ nochmal brauchen. Dann wäre es natürlich blöd, wenn wir das, wir können das natürlich hin und her copy-pasten, diesen ganzen Spaß, aber das ist es nicht, wie man es tun müsste, sollte. Da gibt es schönere Möglichkeiten, und zwar kennt PHP Stan sogenannte Type-Alias. Was wir also tun können, ist, wir können, wer vielleicht mal in C programmiert hat und mit TypeDef kennt, das ist genau das gleiche Prinzip. Hier geht es darum, wir können sagen, wir definieren uns einen eigenen Typ. Wir denken uns einen Namen dafür aus und dann schreiben wir in das PHP-Stan-Neon-File einfach rein, wie denn dieser Typ genau definiert ist und wie der ausschaut. Und dann können wir überall, wo wir das machen, können wir einfach diesen Type-Alias hinschreiben und PHP-Stan weiß, was das dann ist. Wie gesagt, das ist hier wahrscheinlich ein bisschen gekünstelt, aber das kommt bestimmt. Also ich habe das auch in mehreren Projekten immer wieder mal gebraucht, wo man vor allem, wenn es mehr wird und wenn es komplizierter wird, so wie hier, wir könnten das mit dem Array hier hinten, das könnten wir ja noch ein bisschen aufdröseln. Wir wissen ja ein bisschen mehr. Wenn du jetzt in einem Projekt weißt, du hast halt eine Dev-Instanz, du hast von mir noch Local und Prod als Environment, mehr hast du nicht, dann kannst du die Keys da ja auch schon reinschreiben. Dann könnte man diese Definition hier deutlich strikter machen, man könnte hier noch mehr dazu schreiben, dann wird das Ganze irgendwann echt lang und echt kompliziert. Und damit man das eben nicht so lange und kompliziert immer mit hin und her kopieren muss und wehe, man muss es mal ändern, kann man das an einer Stelle dem PHP-Stan sagen. Genau, um das vorzubereiten, würde ich mal geschwind noch das da alles reintippeln, weil das braucht man nämlich dann aufgelöst. Das ist Symphony. Component. Genau, so können wir es auch ausschreiben. Dann können wir den Spaß hier wieder rausschmeißen. Genau, wir das speichern. Oh, habe ich mich vertippt. Da du das Use-Statement rausgebrochen hast, funktioniert das Return-Statement über die. Du hast recht. Sehr guter Hinweis. Dann sind wir safe jetzt hier, jetzt haben wir das auch raus. Und was wir jetzt tun können, ist Folgendes. Hat jemand einen Namen, den man dem hier geben mag? Im Prinzip ist es egal, wir können total kreativ sein. Dann bin ich für FUBA. Genau, das brauchen wir noch. Genau, jetzt sehen wir schon, wir haben hier die etwa FUBA dran. PHP Stan dreht total hohl, weil er gar nicht mehr versteht, was das jetzt ist, was hier passiert. Dem können wir aber abhelfen. Und zwar machen wir dafür mal die PHP Stan Neon auf. Und was man hier machen kann, wir haben von diesen Parametern gibt es allerhand Zeug. Da könnt ihr euch mal in der PHP Stan Org Doku durchwühlen. Da kann man jede Menge Zeug reinschreiben. Unter anderem kennt PHP Stan die Type Aliases. Und wir haben es genau, wir haben ein FUBA genannt und dann kopieren wir das da mal da rein. Das Alias ist richtig geschrieben? Das müssen wir, werden wir gleich sehen, ich glaube nicht. Alias ist auch falsch. Type Alias ist, Sekunde. Wir gucken in der Doku nach, da steht es drin. Types. Genau das hier, der Type Aliases. Genau, gut, hier ist auch der Hint auf C, C++, wo es ein TypeDef gibt, aber das ist die Idee davon, wir können uns einen eigenen Typ ausdenken und dann den komplizierter beschreiben. Hat halt den Vorteil,
dass du es an einer Stelle hast. Und wenn du es an mehreren Stellen brauchst, dann kannst du es halt zentral ändern. Und PHP Stan hat diese Information nachher. Das heißt, wir haben unseren Typ FUBA definiert. Wir haben das einfach mitgenommen, wie das da drin ausgeschaut hat. Wir könnten dann hier zentral die Struktur ändern und ihm sagen, wie dieses Ding denn jetzt ausschauen soll. Also alles, was FUBA ist, ist das hier da. PHP Stan mappt es dann für uns. Und dann gucken wir doch mal, ob er glücklich ist. Und schon meckert er nicht mehr. Genau, das ist im Prinzip diese ganze Type-Alias-Geschichte. Das, wie gesagt, das kommt bei mir in meiner Laufbahn, wenn ich so mit PHP Stan arbeite, das kommt nicht so häufig vor, dass ich irgendwie ein Type-Alias brauche. In den meisten Fällen kann PHP Stan das relativ gut machen. Man muss nicht so viel dokumentieren. Die eine Sache, wo man relativ viel dann anfängt zu schreiben, ist halt, wenn du Arrays hast oder verschachtelte Arrays und da drin die Keys definieren musst und dieses ganze Zeug. Da kann es viel werden zum Schreiben, was du da hast. Das hat so ein bisschen bei mir den Reflex ausgelöst, Sachen dann doch lieber als ein DTO oder einfach nur ein Objekt anzulegen, weil dann schreibe ich auch, aber dann spare ich mir nachher diese Array-Definition da irgendwie hinzubauen. Außerdem ist halt einfach die Unterstützung in den IDEs einfach besser, wenn du ein Objekt hast, auf das du zugreifen kannst, als wenn du ein Array hast. Ne? Genau, damit hätten wir den Fehler weg. Wer hat denn die Tastatur überhaupt? Dann können wir nämlich nochmal rausgehen und PHP Stan nochmal laufen lassen. Wer mag PHP Stan laufen lassen? Und danach noch ein bisschen Vim spielen. Genau, dann war ein Fehler weg. Was ich jetzt gerne mit euch anschauen würde, weil wir dann nämlich eine ganz lustige Sache erleben werden, oder wie wir PHP Stan, wo PHP Stan uns auch hilft, das kam mir auch schon relativ häufig zu Hilfe, ist der Image Service. Ganz unten, Zeile 17, 29, 39, diese ganze Kiste hier. Da können wir mal reinschauen. Genau, das ist Source Service, Image Service. Genau, und da sind wir tatsächlich auch schon genau bei dem Richtigen. Die Zeile 39, eins weiter oben, dieses Offset Wrap Detection does not exist on Array or Null. Da gibt es zwei Dinge. Mit PHP Stan ist es, glaube ich, Level 8, der dazu führt, dass er erzwingt, dass in Arrays diese Shapes definiert sind. Also, dass du nicht mehr einfach nur sagen kannst, es gibt dir halt ein Array und da ist irgendwas drin, viel Spaß damit. Sondern du musst irgendwie ihm schon sagen, was sind denn da für Datentypen drin. Nicht zwingend, wie die jetzt heißen, aber in dem Fall haben wir ein bisschen wenig Informationen über das, was da passiert. Du kannst mal eine Zeile hochgehen auf diese Info, auf diesen Infoaufruf. Und genau, da können wir jetzt mal gucken, wie die annotiert ist. Die ist nämlich einfach nur annotated mit Array or Null. Mehr ist es nicht. Das ist natürlich, sag mal, die Ursache, was PHP Stan hier irgendwie sich beschwert. Ist das Problem hier nicht die Nullability? Auch. Also wir müssen auf Null prüfen. Das wäre das eine. Das andere, was aber hier, wo ich ein bisschen darauf hinaus will, was hier spannend ist an der Kiste, ist, das ist aus Google Cloud Vision Annotation. Das ist etwas, was wir aus dem Vendor-Verzeichnis reingezogen haben. Das heißt, wenn wir jetzt an den Punkt kommen, dass wir sagen, wir müssten diesen Array hier anpassen und ihm irgendwie sagen, dass das halt nicht einfach nur ein Array ist, sondern dass da String-Keys drin sind, dann können wir das natürlich nicht, also wir können es im Vendor-Verzeichnis anpassen, das wäre natürlich uncool. Wir haben auch schon gelernt, wir können da drüber jetzt ein Add-Var drüber schreiben und dann können wir es lokal anpassen. Das ist aber blöd, weil das müssten wir an jeder Stelle machen, wo wir diese Methode aufrufen. Genau, da kommt was ganz Geiles. PHP Stan kennt sogenannte Stub-Files. Also wir können ihm ein Stub-File anlegen, nämlich diese Google Cloud Vision Annotation Klasse und eine Info-Function, die halt leer ist. Und PHP Stan zieht sich da dann nur den Doc-Block raus und überbügelt damit, was auch immer upstream da irgendwie reingeschrieben hat. Dafür müssen wir ein bisschen Wissen über diese Info-Function voraussetzen, weil was wir ja tun ist, wir sagen PHP Stan, vergiss mal, was die dir sagen, ich habe ein bisschen bessere oder andere Informationen für dich.
Das läuft ja das Gleiche hinaus. Wir überschreiben das, was PHP Stan selber rausgefunden hat oder halt über DocBlocks aus dem Vendor-Projekt gefunden hat. Das ist in meinem Fall immer sehr hilfreich gewesen, wenn du irgendwelche Projekte reingezogen hast, wo halt die Doc-Types tatsächlich teilweise falsch sind. Und dann kannst du natürlich einen Pull-Request aufmachen und dann kriegst du irgendwie mit, das liegt jetzt halt ein halbes Jahr rum. Dann kannst du ein halbes Jahr lang warten oder du nimmst halt einen Stub-File. Und an der Stelle würde ich das ganz gerne über einen Stub-File mal lösen, einfach, dass wir es gemacht haben und ihr seht, wie das funktioniert. Das heißt, was wir wissen ist, wir müssten diese, also das eine, was wir machen müssen, wir müssen natürlich auf dieses Null reagieren. Ne? Was ist, wenn diese Info-Function uns Null zurückliefert, wir greifen einfach darauf zu, das Ding kann halt auch Null sein, dann ist es halt doof gelaufen. Das müssen wir fixen. Da können wir einfach ein if-not-if reinmachen und dann müssen wir uns überlegen, was wir tun dann. Das zweite ist, wir können diese Array-Definition glatt ziehen für ihn und ihm sagen, was er denn da zu erwarten hätte. Ich glaube, es würde reichen, wenn wir sagen, jetzt erstmal für das Beispiel hier, wir sehen, wie wir es benutzen, gehen wir mal davon aus, da gibt es Tests und es stimmt. dann sehen wir unten von dem, aus dem Info-Array hier, das scheint ein Array zu sein mit String als Key und da drin ist nochmal ein Array mit String als Key und dann mixed irgendwas, wir wissen es nicht. Wenn wir uns $WebEntries anschauen, guck, WebEntities ist ein Array, da steckt nochmal was drin. Genau. Also wenn ihr wollt, können wir in diese Info-Function reingucken. Wir könnten ansonsten aber jetzt auch mal einfach sagen, for the sake of it, gehen einfach mal davon aus, dass es ein Array ist mit String-Keys, ein Array drin mit String-Keys, ein Iterable drin. Und das definieren wir in dem Stub-File mal. Damit wir diese Vendor-Kiste überschrieben haben, genau, aus den Gründen, die ich schon hatte. Ne? Wenn wir es halt hier lokal reinschreiben, steht es halt hier lokal drin. Andere Möglichkeit wäre auch hier einen Type zu definieren und den reinzuschreiben, den musst du aber halt auch immer mit kopieren. Und so kannst du dir auch diese Kopierarbeit sparen, indem wir hier einen Stub anlegen. Dann gehen wir mal aus dem Editor raus und gucken, legen wir mal einen Stub an, beziehungsweise, warte mal, kannst du noch mal kurz, Google Cloud Vision Annotation ist die Klasse, die wir da anlegen müssen. Dann kannst du mal mit escape.q kannst du raus aus dem Vim. Genau, dann mach mal mkdir und leg ein Stubs-Verzeichnis an. Genau, und Enter. Und dann kannst du direkt vim stub slash, wie auch immer die, genau, Google Vision. Also nee, du kannst schreib's einfach zusammen. Google Cloud Vision. Annotation, glaube ich, was. Genau, .php. Genau, jetzt müssen wir hier im Prinzip tatsächlich die Klasse komplett reinbauen. Also da muss ein PHP Opening Tag rein, da muss der Namespace rein, die Klasse. Wir müssen jetzt hier einmal das PHP-File komplett bauen. Wir könnten uns das herkopieren und alles löschen oder du kannst auch hier einfach Opening Tag PHP und dann können wir hier anfangen zu tippen. Warte mal kurz. Genau. Da muss auch der Namespace richtig rein. Also das muss alles matchen, damit PHP Stan es automatisch matcht. Müssen wir sagen, wo das drin liegt. Sonst mache ich dir die Backslashes. Warte mal. Zusammen kriegen wir das hin. Da ist er, genau. Wobei das Annotation muss ja, glaube ich, raus, gell? Genau. Genau, und dann Class Annotation. Und da drin brauchen wir deine Function Info. Also, ich soll dir Klammern setzen. Ja, ich bin Mac-User, deswegen habe ich da nochmal doppeltes Problem. Oh, stimmt, das ist nochmal ein anderes Layout. Genau, und da brauchen wir jetzt eine Function Info. Mhm. Der Body kann leer sein, also das muss schon korrekt angelegt sein, aber der Body kann leer sein, da braucht er gar nichts davon. Aber schon
schon mitgeschweift in Klammern, ne? Genau. Also muss eine gültige Function Definition sein, muss alles da sein. Genau. Achso, geschweift in Klammern setze ich dir gleich noch. So. Genau, und den Function Body brauchen wir nicht, wir brauchen auch keine Abhängigkeiten und alles andere, Member-Variablen, das interessiert ihn alles gar nicht. Was PHP Stan macht, ist, er lädt diese Google Cloud Vision Annotation Klasse aus dem Wendeverzeichnis, baut den Abstract Syntax Tree auf und was er dann macht, ist, er lädt dieses Stub und schmeißt es einfach oben drüber. Das heißt, alles, was wir jetzt hier reinschreiben, ersetzt Dinge, die in dem Originalfile drinstehen. Genau, und was wir gesehen haben in der Originaldefinition von dieser Info-Function ist es add return array or null. Und das können wir im Prinzip reinschreiben, null or array, und dann müssen wir halt diesen Array ausdefinieren, wie wir denken, dass der ausschaut. Genau, genau. Und genau, also wir sollten das null nicht ignorieren, das sollten wir eben schon reinschreiben. Genau, null. Genau. Weil das... Also das ist tatsächlich eine Gefahr. Das warst du. Das ist tatsächlich eine Gefahr, dass man hier dann dieses Null vergisst und PHP Stan nimmt einen da beim Wort und dann wird da nicht mehr gemeckert. Dann hat man ein Problem weniger, zumindest in der PHP Stan Ausgabe. Nachher hat man es trotzdem. Ist auch String. Und genau das, da müssen wir mal gucken, da kann man wahrscheinlich Iterable reinschreiben. Ja. Nochmal? Ist in dem Array jeder Key, jedes Array-Element Iterable? Weil das ist ja das, was wir jetzt gerade sagen. Das sagen wir, aber das wissen wir nicht, ja. Genau, also müssen wir eigentlich nichts eher sagen. Ne? Ja. Genau. Wobei, wieder nach vor each gemacht, ne? Ist nicht auf korrekt. Ja, auf einem Element. Ne? Aber das ist ja. Ach so, ja. Das ist ein Key-Value-Store eigentlich, das Array. Mehr wissen wir nicht, ne? Also genau, ja, was heißt wissen, ne? Wir haben es angenommen über das, wie wir sehen, wie es benutzt wird, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Wir müssen ansonsten mal in die Funktion reinschauen, was sie denn tatsächlich macht, ne? Genau. Ich habe da in der Vorbereitung schon mal reingeguckt, da gibt es dann ein paar feste Keys, die definiert sind, das ist aber alles extrem variabel. Aber das geht natürlich auch, aber da können wir, das können wir noch strikter machen. Hier zum Beispiel. Genau. Genau, genau. Du kannst dann statt dem String hier kannst du und statt dem Pfeilklammern kannst du geschweifte Klammern setzen. Fast. Oh, wir sind nah dran. Pass mal auf, dann lösche ich dir mal die spitze Klammer hier raus. Machen wir das hier mal auch schon weg. Genau, da kannst du natürlich jetzt, da könntest du jetzt auch die, den Key reinschreiben. Ich würde mal sagen, pass mal auf, wir machen so, ich würde mal sagen, wir gehen nochmal zurück auf das andere und gucken, dass wir das Stub erstmal zum Laufen kriegen. Das müssen wir per PHP-Stan nämlich auch noch stecken. Dass der weiß, dass er das benutzen soll. Für das Stub hier reicht es vollkommen aus. Das ist, wie gesagt, kein Function Body, es brauchen auch nicht irgendwelche anderen Functions da sein. Das reicht vollkommen aus, dass PHP Stan das findet und wie gesagt, was PHP Stan macht ist, der nimmt das Original und mappt das einfach oben drauf. Er beschreibt damit alles. Ja. Würde er demnach den Body ersetzen, wenn wir hier einen angäben? Nee. Nee, da geht es nur um die Analyse selber. Das heißt, was in dem wenn du da ein Body mit drin hast, das würde ignorieren, von daher. Also du kannst natürlich auch einfach sagen, ich kopiere mir das Originalfile da rein und ändere es da drin an. Dann ignoriert er trotzdem, was da drin steht. Er führt es auch nicht aus oder so, er nimmt es nur, um diese Doc-Types da rauszuziehen und mehr Type-Informationen zu haben. Ja. Aber genau. Er macht doch nicht weniger, oder? Wenn ich jetzt hier einen Return-Type nicht angegeben habe bei der Info-Function und der Original hat einen Return-Type, für den ich nachher wollte. Nee, er mappt es genau. Er mappt es einfach drüber und überschreibt, was da ist. Was nicht da ist, wird nicht überschrieben. Genau. Ja. Genau, jetzt meckert er natürlich hier, weil er das gefunden hat und sagt, dieses File sollte was zurückgeben, gibt aber nichts zurück. Aber das Stub-File selber muss er ja auch gar nicht analysieren.
Genau, was wir machen müssen, ist, wir müssen eben hier die Stub-Files angeben. Da muss ich jetzt selber nochmal geschwind gucken in der Doku. Ich glaube, wir können das einfach bei Parameters reinschreiben. Und genau. Das heißt, wir schreiben einfach, falsches Terminal. Genau, du kannst hier neue Zeile. Genau, und dann kannst du Stub-Files. Und genau, Bindestrich. Ja, oben, genau, oben Doppelpunkt und dann da ein Bindestrich. Genau, und dann stub slash. Warte mal, brauchst noch ein S. Mach ich dir rein. Genau, und dann Google Cloud Vision, genau, er hat schon. Genau, und wenn wir den Spaß jetzt speichern, dann können wir nochmal PHP Stan laufen lassen. Und dann werden wir gucken, ob der schon glücklich ist oder ob er jetzt andere Fehler hat. Wenn du Ctrl R, genau. Er sagt, er hat immer noch 21. Er sagt immer noch Offset Web Detection und Exist. Aber jetzt hat sich die Fehlermeldung hier geändert, wie ihr seht. Every String hat unseren Typ hier angenommen. Es ist also weniger schlecht als vorher. Aber das Problem ist nicht behoben. Mach nochmal den Service, Image Service auf. Und dann können wir nämlich zum einen da mal die Prüfung auf Null. Können wir uns überlegen, wie wir das machen? Genau. Dann können wir uns hier nämlich einmal überlegen, was machen wir denn, wenn diese Methode tatsächlich null zurückgibt. Müssen wir irgendwie abbrechen. Und dann können wir gucken, ob PHP Stan schon glücklich geworden ist. Was macht die denn überhaupt? Wenn er das File nicht, genau, es wird irgendeinem Google-Service übergeben, das File, dann kriegen wir was zurück. Wenn das nicht geklappt hat, sagen wir, schmeißen wir eine Exception. Und wenn wir keine Info haben zu dem Ding. Was machen wir denn, wenn die Description nicht passt? Wenn sie passt, ansonsten geben wir alles zurück. Okay. Das ist jetzt der Punkt, wo es auch mit PHP Stan ein bisschen schwierig wird. Also da hilft dir auch PHP Stan nicht zu verstehen, was dieses Ding macht oder was der Caller erwarten würde. Das musst du jetzt halt, das musst du dann halt wissen oder besprechen mit den Leuten, mit die es gebaut haben. In dem Fall könnten wir können uns überlegen, wir geben ein leeres Array zurück. Aber es wäre dann ein neuer Fall. Wir geben sonst nie ein leeres Array zurück, oder? Gucken wir kurz runter. Aber ich setze dir die Klammer geschwind. Aber dann speichern wir mal und dann gucken wir mal, was er davon hält. Dann gehen wir weiter runter. Der Fehler ist auf jeden Fall weg. Genau. Ähm,
Genau, dann können wir, dann kannst du hier mal rausgehen. Wir können mal PHP Stan laufen lassen und mal gucken, was wir noch für Fehler haben. Und vielleicht ist noch einer dabei, wo einer Lust hat, den anzufassen. Wir haben im selben Image-Service noch JSON-Decode. Da könnte man noch mal reinschauen. Das sollte gar nicht so komplex sein. Der untere Fehler hier, Zeile 17 in Service Image, genau. Genau, wenn du uns nochmal Wims Service, genau, Image Service, dann gehen wir in Zeile. Du kannst 1.7 groß G, dann springt er hoch. Ah, perfekt. Genau, da sagen wir hier JSON Decode File Get Contents $env Google JSON. Wenn wir nochmal drauf gehen, er sagt, der Fehler ist im JSON-Decode. Das ist so das, was ich vorhin angesprochen hatte mit diesem String-Post-Beispiel. Das hier ist genau das Gleiche. PHP Stan weiß, file-get-contents liefert mir halt einen String oder false. Wenn es false liefert, dann hat JSON-Decode damit ein Problem. Das mag er nicht. Das heißt aber auch für den Fall, es ist nicht vorgesehen, dass dieser Konstruktor hier fail. Das macht es ein bisschen kompliziert, weil wir nämlich jetzt nicht wissen, ob die... Also wie wir das handeln, das Problem. Was machen wir, wenn file-get-contents false liefert? In dem Fall ist es noch ein bisschen mehr tricky, weil wir hier auf $env zugreifen. Wir müssen uns jetzt auch wieder wie unten im Prinzip überlegen, wir machen halt einen file-get-contents-Aufruf und speichern uns das irgendwo in der Variable und geben das an JSON-Decode und prüfen vorher, was hat file-get-contents uns geliefert. Und dann müssen wir noch überlegen, was machen wir in dem Fall, dass es tatsächlich false liefert. Müssten wir jetzt wissen, was der tiefere Sinn von dem Ganzen ist und wie die, vor allem wie der, welcher Caller das aufruft oder welcher Caller diese Klasse instanziert und wie der damit umgehen würde. Das wäre auf jeden Fall ein Breaking Change, weil so wie es ausschaut, macht es keinen Sinn. Wenn das file-get-contents hier false liefert, macht es keinen Sinn, diese ganze Klasse irgendwas noch auszuführen. Das Get Web Entities wird nachher auch nichts mehr machen wahrscheinlich. Genau. Genau, was halt tricky ist an der Stelle, ist mit dem env Google JSON. Ne? Das ist eine Environment-Variable, die irgendwo gesetzt sein muss, in dem Environment, in dem es halt ausgeführt wird. Das heißt, wenn du es in einem Unit-Test setzt, ist es da. Wenn auf Production die Environment-Variable nicht da ist oder auf Int oder Sandbox oder sonst irgendwo, dann ist die halt nicht da. Ja, ich glaube, du meinst ein Unit-Test, wo die nicht gesetzt ist auch. Ne? Genau, dass man halt sieht, eigentlich, was der ordentliche Fall ist, da auszusteigen oder was dann halt passiert. Aber ihr könnt auch an der Stelle sagen, wenn dieses File-Get-Contents nicht funktioniert, dann wäre hier sowieso alles kaputt. Also kann ich doch an der Stelle einfach eine Exception anwerfen. Weil genau. Nichts kaputt, was vorher schon kaputt war. Ja. Genau, also was passieren würde, wenn wir hier gar nichts machen, oder was jetzt passieren würde, wenn es die Variable nicht gesetzt ist oder das File halt nicht gelesen werden kann oder irgendwie falsch ist. Was jetzt im Moment passiert ist, PHP wird einen Type-Error schmeißen, was ist ja ein Subtype von der Exception, und der wird von hier hochbabbeln. Das ist das, was eh schon passiert. Das heißt, die naheliegende Lösung ist, hier eine Exception zu schmeißen. Was wir halt jetzt dann explizit machen, was bisher implizit passiert. Ne? Bisher sieht es keiner, dass es passiert. PHP Stan hat uns darauf hingewiesen, dass es hier ein Problem gibt. Jetzt wissen wir, da fliegt eine Exception nachher. Das können wir jetzt halt explizit machen. Dann lagere ich das mal aus, den Aufruf von file-get-contents am besten, ne? Ja. Genau, also ich würde es in eine Variable reinziehen. Dann müssen wir gucken, ob das false ist. Genau. Und dann schmeißen wir eine Exception. Wir probieren es aus. Exception. Runtime Exception. Ja, aber das ist ja eine Logic, ne? Keine Ahnung. Aber damit
führst du einen neuen Fall ein, wenn du jetzt eine neue. Eigentlich müssten wir genau das machen, was vorher im Prinzip passiert. Wenn du davon ausgehst, dass jemand Zeit daraus fängt, ja. Das kann man machen. Aber die kann ich auch cashen mit Exception. Also das führe ich da für einen Fall ein, für einen Fehler ein und der war vorher schon da. Nur diesen können wir wahrscheinlich sauber handeln. Ja, du kannst vor allem spezifischer sagen, was kaputt ist. Also wenn der Entwickler da reinrennt, dann wird er jetzt eine Meldung bekommen, die du unter Kontrolle hast und halt nicht irgendeinen Fehler, der direkt aus PHP war. Google Trace, was ist denn das? Keine Ahnung, weil man Frauen. Wäre es nicht besser zu sagen, dass die. Ah, nee. Nee, alles gut. Jetzt fangen wir beides an. Not found or empty. Weil wenn man es schicker macht, dann müsste man eigentlich abfragen, ob die Variable überhaupt gesetzt ist und erst dann quasi gucken, ob da überhaupt was hinter ist, damit man zwei unterschiedliche Fehler hat, oder? Man könnte ja sagen, die Config fehlt mir oder. Ich kann die Datei nicht lesen. Ja. Kann man machen. Das wäre dann die Luxusvariante, um den Entwickler in die Hand zu nehmen, zu sagen, Junge, füll mal einen Endfile oder so. Genau, der On-Call-Entwickler, der nämlich Sonntagmorgen auf dem Live-System eingeloggt ist, der dann sofort am Flug hat. Aber der hat die Shell ja noch offen, dann kann das gleich fixen. Andererseits an der Stelle, kann er wahrscheinlich gucken, weil die sowieso rein, wo mit Exception kommt und sieht sofort, dass hier oben was nicht stimmt. Und. Wollen wir das machen? Auf jeden Fall haben wir jetzt den Fehler hier unten behoben. Ne? Also, darauf ja, wir, glaube ich, aber du hast die Logic Exception nicht importiert. Sorry. Also entweder ein Backslash for Logic Exception oder musst du irgendwie aus dem Backslash machen. Machen wir vielleicht wieder einfach. Ja. Also, Backslash, ja. Jetzt habe ich Lowercase gemacht. Neue Funktion entdeckt. Ja. Nein. Warte mal kurz. Jetzt ist Peter bis dahin glücklich. Genau, eine Sache, die jetzt hier natürlich noch ist, ist, was mir gerade auffällt, was JSON-Decode natürlich auch noch hat, ist, wenn das, was wir da lesen, kein gültiges JSON ist, dann hat JSON-Decode natürlich auch ein Problem damit. Ne? Hier kann man auch Exception schmeißen, ne? Das machen wir schon. Der zweite Parameter ist, glaube ich. Ah, warte mal. Nee, der zweite ist, dass du in Assoziatives Array dekodifizieren möchtest. Der dritte Parameter wäre dann die Tiefe, die ist standardmäßig 512. Und der vierte wäre Flex, da kannst du sagen JSON Forward Error. Ja, genau. Das würde ich sagen. Ja. Wenn du, haben wir hier PHP 8, dann kannst du auch direkt mit Parameter, mit dem Net Argument kannst du da hinschreiben. Mhm. Also du kannst jetzt nochmal Komma. Mhm. Oh, ja. Nee. Jetzt habe ich den ganzen Sachen mal. Genau, dann kannst du. Nee, genau, das musst du nicht machen. Mach ich mal weg. Ah. Das scheint Flex, Doppelpunkt. Das ist ja super. Genau, jetzt kannst du JSON forward error. JSON alles forward. Nee, ja, genau. Ja, falsch. Enter. Ja. Das muss ich. Das ist auch PHP 8. Das ist PHP 8, ja. Perfekt. Gut. Perfekt. Ja, dann können wir mal rausgehen und mal nochmal PHP-Stand laufen lassen, gucken, ob er noch was hat für uns. Wir sind unter 20 gekommen, das ist schon mal gut. Wollen wir im Image-Service weitermachen? Da gibt es noch eins. Ja. 34. Genau, glitzergleiches Problem. Image erwartet, also wir gehen davon aus, mit fopen kriegen wir eine Ressource zurück und die geben wir rein. Genau, fopen kann natürlich auch false geben. Ne? Dann machen wir erstmal wieder hier. Wenn wir hier PHP 8 haben, können wir auch mit der Throw Expression arbeiten. Also kannst du hinter fopen, Fragezeichen, Doppelpunkt und dann kannst du jetzt. Ah, ja. Fragezeichen. Dann kannst du throw. Wie geht das? Throw und dann kannst du einfach deine Exception werfen. Genau. Das ist auch
braucht der PHP 8 für, weil erst in PHP 8 kann man es vorher in Expression nutzen. Perfekt, dann speichern wir, dann gucken wir, ob PHP Stein das auch glücklich findet. Das geht ja Backslash. Ah, genau, eine Exception. Ja, den kann ich aber auch nicht. Aber ein Backslash bitte. Ja, mach mal bitte einen Backslash. Ich kaufe einen Backslash. Ja, einfach nur ein Backslash. Danke, mir reicht. Ja, schon ist PHP Stein zufrieden. So, du kannst einfach mit PHP Stand laufen lassen. Wenn du zweimal Pfeil nach oben drückst, dann hat das noch eine History. Ja, genau. Dann können wir mal gucken, was wir hier haben. Also das ist noch die Liste, die wir jetzt hier haben an Sachen. Was magst du machen? Also diese ganzen Dinge hier können wir machen. Ist halt ein bisschen Geschäft, das alles zu schreiben nachher. Das kann man, glaube ich, alles nur in den Null-Fall abfangen, ne? Genau. Das ist ein True, oder? Hängt auch so aus, dass er mit einem Schlag nach viele Fehler auf einmal angucken kann. Genau. Und Grabber? Wir können den Grabber-Service nehmen, dann Zeile 253. Ich springe mal geschwind an die Zeile 253, dann sind wir genau da drinnen. Genau, dann hat er zwei Fehler. Genau, also wir haben $node. Geht quasi oben schon los. In eine Zeile drüber machen wir Crawler get node 0 und dann haben wir $node. Das kann schon null sein. Was wollen wir denn machen, wenn es null ist? Einfach weitermachen oder wollen wir werfen oder so? Das ist ein Filter, ne? Dann würde ich sagen, wir sind in einem Each, also continue. Das ist kein Voyage, also genau die. Genau, du kannst einfach mit Return raus dann. An Alex, dieser optionale Zugriff, ist der schon im PHP 8.0 drin, oder ist ein 1? Das Problem ist nicht, dass ein Node-Null ist, sondern das Problem ist, dass ein Node-Parent-Node ist. Das sind zwei Dinge, pass mal auf. Warte mal kurz. Genau, die können beide null sein. Get-Node kann schon null zurückliefern und dann kann Parent-Node, wobei Parent-Node doch, Parent-Node kann null sein. Nee, Parent-Node kann gar nicht null sein. Das wäre sehr merkwürdig. Wenn es ja gut wäre, das wäre schon erst nach Mendel, ne? Das ist ja genau. Also das wäre eine Möglichkeit. Jetzt haben wir einen Fehler davon weg. Jetzt haben wir noch das Problem. Wenn Node nicht null ist, kann aber Parent-Node könnte null sein. Wie Alex schon meinte, wenn der Node, den wir selber haben, das Root-Element ist, dann hat es halt keinen Parent mehr. Aber wenn du mit einem Remix-Selektor über Elemente iterierst, kommst du doch niemals zum Root-Element. Nee, aber das weiß PHP Stand an der Stelle nicht.
Das wissen wir, wo wir diesen Content das hier anschauen. Genau, PHP-Stan weiß es aber nicht, sondern PHP-Stan guckt sich da die Typen an. Also wir können an der Stelle wahrscheinlich einen Assert machen oder sowas, um das auf PHP-Stan zu machen. Also wir sind ziemlich sicher, dass wir an der Stelle einen Parent haben. Genau, damit haben wir PHP-Stan hier glücklich gekriegt. Die andere Option ist, es ist ja hier schon PHP 8, das heißt, wir können diesen Null-Safe-Operator benutzen. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht, dann probieren wir es aber aus. Und zwar ist die Idee nämlich, hat jemand den schon mal gesehen oder benutzt? Den Doppelfragezeichen? nee, das Fragezeichen Pfeil, gell? Genau. Pass mal auf, du kannst, so geht's auch. Genau, beim nächsten auch. Und wenn wir das dann speichern, dann gucken wir mal, ob er das so cool findet. Irgendwas hat er noch. Ja, weil Node selber noch Null sagt, das haben wir natürlich doch richtig gekriegt. Ah, stimmt, genau. Das ist auf jeden Fall gut. Aber dann können wir das einfach verschachteln. Wir müssen. Nee, Node brauchen wir natürlich. Genau. Das ist allerdings auch. Also an der Stelle ist PHP Stan tatsächlich dumm, weil wenn Node Null wäre, könnte ja gar nicht zu Remove Child kommen. Also das kann man als Bugger in PHP Stan machen. Ja. Also in dem Aufruf kann Node nicht mehr Null sein, weil das haben wir durch den Null-Safe-Operator vorne schon sichergestellt. Und das im Gegensatz zum DOM-Wissen sollte PHP Stan eigentlich ja, genau. Wissen können. Das an der Stelle müsste er eigentlich sehen können. Also könnte man in Node auch noch eine Methode Remove Self einbauen. Genau, in dem Fall müssen wir es einbauen und danach können wir gleich mal das Pull Request für PHP Stan aufmachen, um das Fehler zu fixen. DOM Node. Und das Problem ist aber, die Variable Node, die könnte null sein. Kann sie nicht, wissen wir jetzt. PHP Stan weiß es aus irgendeinem Grund nicht. Genau. Jetzt musst du das Fragezeichen nehmen. Weil jetzt Node ja ganz sicher nicht null, dann beschwert sich PHP Stan halt, dass wir den unnötigen Null-Safe-Operator benutzen. Was ist denn schlecht am unnötigen Null-Safe-Operator? Kostet der Performance? Nö, eigentlich nicht. Das ist, erhöht die kognitive Last beim Lesen. Okay. Ein Indiz darauf, dass du offensichtlich nicht weißt, was du tust, wenn du als Operator auch was benutzt. Genau, ich lese Code öfter, als ich ihn schreibe. Und wenn ich irgendwie Code lese und dort ist ein Null-Safe-Operator, dann denke ich mir, Moment, der Typ muss einen Grund gehabt haben, warum er den da eingebaut hat. Da muss es irgendwas geben. Warum kann das Ding null sein? Ja? Und deswegen ist das schon gar nicht so unwichtig, darauf auch hinzuweisen, dass der an der Stelle unwichtig wäre. Aber natürlich machst du nichts kaputt an der Stelle. Das ist schon so. Aber das heißt jetzt nicht, dass du Null-Safe-Operatoren überall auf Vorrat einwerfen solltest. Also in Angular ist es so, dass es tatsächlich extrem langsam dann wird. Wenn man Null-Safe-Operator, ja, wenn man die zu oft verwendet, dann gut, das wird dann echt langsam. Angular langsam zu kriegen, ist jetzt auch kein Kunst mehr. Ja. Wird ja wahrscheinlich auch zu irgendeinem älteren Scheißcode transpiliert. Weiß das jemand, ob dieser Null-Safe-Operator dann irgendwie im Kompilat umgebaut wird zu so einem Englischen Null-Check tatsächlich? Und das geht auch daran, sicherlich. Im Check wird das schon passieren, aber der passiert ja im JavaScript schon. Aber der ist so schnell, dass es eigentlich keine Relevanz hat, denke ich. Also, wenn du das jetzt eine Million Mal aufrufst, wird es in der Zeit ein bisschen messen wahrscheinlich. Aber mit dem wird es bemerkst, in Realität stelle ich mir die Frage. Es geht aber eher um Lesbarkeit. Das ist der größere Faktor dabei.
Gut, dann würde ich sagen, die anderen Fehler müssten wir quasi genauso machen. Wahrscheinlich wäre es tatsächlich elegant, hier dieses Beispiel mal irgendwie klein zu kriegen und ein Issue aufzumachen, PHP Stan. Dann kann man den Code nämlich ein bisschen einfacher fixen, indem man einfach diese Null-Safe-Operatoren da dranhängt, dann ist das Thema nämlich schon erledigt. Wir könnten es eigentlich auch, wenn wir das öfter haben, ausrefactoren, ne? Und es ist quasi eine eigene, das hat jemand, glaube ich, eben schon gesagt, so eine Safe-Bone-Scheiß zu bauen. Das kommt ja nicht immer wieder vor, die beiden Zeilen. Ja, das sind irgendwie same, same, gell? Wahrscheinlich da unten auch nochmal. Ah, ja. Ah. da könnte man wahrscheinlich die Funktion einfach mit der Variable wegspeichern, die jedes Mal wieder freuen. Das ist ja tatsächlich dieselbe Funktion, ne? Ja. Das ist immer nur getNode0 und dann remove child. Wie meinst du das nicht? Der Paste-Storm sogar automatisch? Also dieses, ja, das spricht auch vor, so viele Code-Zeilen sind gleich. Ja. Also er meckert dich auf jeden Fall. Das können wir noch bauen, ja. Roland, wie viel Zeit haben wir denn noch? 5 Minuten haben wir noch. Dann heben wir uns das für später auf. wir sind jetzt, kannst du mal abspeichern und rausgehen? Escape. Die Escape-Taste klemmt da nämlich immer. Ich gehe mal kurz raus hier. So. Genau, wenn wir PHP Stan laufen lassen, dann sehen wir jetzt, wir haben noch 16 Fehler. Ja, stimmt, wir haben 2 behoben gerade. Wir haben noch 16 Fehler. Jetzt hatte ich gemeint, was bei PHP Stan ganz geil ist, ist, du kannst das relativ gut timeboxen. Du setzt Level 0 rein, fängst an, dann machst du Level 1 und irgendwann ist deine Timebox halt rum oder dein Tag ist vorbei, du würdest gern committen. Und dafür gibt es dieses Baseline-File, das haben wir anfangs sehr optimistisch gelöscht. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen übrig. Wir können uns aber einfach ein neues Baseline-File generieren lassen aus all den Dingen, die wir jetzt hier gefunden haben. Und dazu kann man nämlich einfach PHP Stan laufen lassen und ihm sagen, generate Baseline. Genau, was er jetzt gemacht hat, ist, sagt uns, er hat das Baseline-File angelegt mit 16 Fehlern, sind genau die, die er da hat. Und das ist dieses File hier da. Das kann man natürlich auch alles manuell schreiben, das macht aber keinen Spaß. Wenn du aber so keine Ahnung, einen Fehler hast, also du kannst hier drin halt, dass diese Message ist ein regulärer Ausdruck, der nachher gematcht wird. Du musst ihm hier auch sagen, wie oft es vorkommt, in welchem Pfaden und so. Den Pfad kannst du, glaube ich, auch weglassen. Dann kannst du einfach sagen, diese Fehlermeldung, die PHP Stan rausschmeißt, dann kannst du da einen regulären Ausdruck draus machen, der vielleicht ein bisschen Zeug wegmatcht, damit du nicht viel schreiben musst. Und dann sagst du, es kommt halt 5-mal vor. Da kannst du das reinschreiben, ignoriert er das. Du kannst aber einfach mit diesem Generate Baseline sagen, das soll dieses Ding generieren, dann macht er dieses File hier fertig und gut ist. Und das Einzige, was wir jetzt noch sagen müssen, ist, das File haben wir. Ich gehe nochmal kurz hier in das Neon-Dist rein. Wir müssen das Baseline-File inkludieren. Genau, genau. Er wird dann sagen, das darf nur 2-mal vorkommen, aber es kommt ein 3-mal vor. Es geht auch in die andere Richtung. Er sagt ja, dass im Baseline-File drinsteht, dass es 2-mal vorkommt, sondern es kommt nur 1-mal vor. Also geht in beide Richtungen. Genau. Und das heißt, zum Schluss habe ich euch gezeigt, wie ihr PHP Stan auf höchstem Level grün kriegt. Einfach PHP Stan Level 9 Generate Baseline Commit Push. No errors. So schnell kann es gehen. Ja, vielen Dank da für den Einblick in PHP Stan. Wie gesagt, nutzt das, setzt das ein, ist einfach. Low-hanging fruits auf niedrigem Level oder mit einer guten Baseline. Ja. Kann man auf jeden Fall sagen, dass man über Nacht das Projekt auf Level 9 gebracht hat. Das ist schon drin. Ja. Ist dann halt so ein 10 Megabyte Baseline-File, aber... Also mir hat es auf jeden Fall halt sehr geholfen, gibt auf jeden Fall diese, ich glaube hinter der Baseline steckt einfach die Idee, dass man neuen Code, der geschrieben wird,
einem Level 9 unterziehen kann. Und dass man eben halt praktisch ab jetzt eine Barriere in seinen Code halt reinpackt, mit dem Baseline halt andere Dinge ausschließt. Ansonsten, wie gesagt, auf Level 5 solltet ihr kommen, tastet euch da hoch. Level 0 und 1 sind, glaube ich, einfache Syntax-Linter, die dürften euch keine Fehler geben, aber es ist tatsächlich so, dass einem das auch schon was retten kann. Ja? Also bevor es halt auf Production ist, bevor euch nachts geweckt werdet oder sonst was, hoher Puls und viel Druck und Stress entsteht, kann man da auf jeden Fall schon mal entgegenarbeiten. PHP Stan ist auch, genauso wie Reactor PHP, ein Tool, das euch praktisch coacht. Ja? Da kommen neue Regeln rein, die Sachen aktualisieren sich, die basieren auf neuen PHP-Funktionen, auf neuen PHP-Standards, auf neuen Konventionen, die halt bekannt gegeben worden sind. Das heißt, das ist praktisch wie so ein kleiner Trainer, den man halt immer mit im Team hat und wodurch man eben halt auch eine Menge lernt, besseren Code zu schreiben und vor allem, dass er dann halt deutlich sicherer ist, weil eben halt diese Warnings, dass man irgendwelche Array-Sets reinbaut, dass man nicht einfach auf irgendetwas zugreift, was es nicht gibt. Und da bringt es einem doch schon eine Menge, da man ja nicht in Logfiles reinguckt. Ja. So, damit haben wir die Session auf jeden Fall beendet. Ja, vielen Dank, Florian. Und dann sehen wir uns nach der Mittagspause wieder und werden jetzt erstmal